Hallo zusammen. Heute habe ich eine schöne Frühlingsvase für euch vorbereitet. Das würde ich euch gerne zeigen, wie das geht. Dafür braucht ihr so circa 10-15 Minuten. So, ich habe hier jetzt schon ein paar Blumen vorbereitet. Ich habe hier eine tolle Vase, die ist relativ schlicht und dunkel. Das ist mit Absicht so, damit die Blumen schön wirken. Da wir hier eine relativ breite Öffnung haben, habe ich hier einen Draht vorbereitet. Das kann einfach so ein kleiner Abschnitt sein, so eine kleine Drahtkugel. Die setzen wir dann hier rein. Muss gar nicht ordentlich sein, das machen wir dann später ordentlich, damit einfach die Blumen schön fallen und vor allem so, wie ihr das wollt. Wichtig ist auch bei so einer Vase, wenn man einfach mehrere Blumen hat, dass man am besten so viele Blätter wie möglich wegmacht. Man muss es immer ein bisschen abwägen, ob es jetzt wirklich alle Blätter ab sollen oder wirklich nur die meisten. Das hat den Hintergrund, dass die Blumen einfach länger halten, weil das Wasser hier hochsteigt und dann natürlich zuerst an die Blüte kommt und nicht an die Blätter. Man muss es, wie gesagt, einfach ein bisschen abwägen. Wenn man es in einer Vase hat mit vielen Blüten, dann braucht man das Blatt hier jetzt zum Beispiel gar nicht. Das fällt nicht auf, wenn es weg ist. Und es hält einfach länger.